Ich habe im letzten Video davon geredet, wie man die Meinung von anderen Personen annehmen kann und die für sich nutzen kann und diese Meinung implementieren kann in seinen eigenen Lebensweg und daraus etwas lernen kann. Man kann sich quasi ausbalancieren mit der Meinung von einem anderen, weil ein anderer in einer anderen Lebenssituation ist und Dinge anders zieht, aber nicht falsch zieht, sondern einfach eine andere subjektive Sichtweise auf Dinge hat. Und speziell, wenn man sehr von seiner Position überzeugt ist, und das muss überhaupt keine spirituelle Position sein, sondern es kann auch eine politische Position sein oder ähnliches, wo man einfach sein Leben lang sich schon mit identifiziert. Und das Ego hat immer gegen die andere Position gekämpft. Und es hilft eben, die andere Position zuzulassen. Aber wie macht man das? Wie tut man quasi mitfühlend zuhören? Ohne dass gleich die Gedanken, die abwehrenden Gedanken hochkommen. Nein, das kann nicht sein. Also man fühlt bei einer anderen Meinung sehr schnell seine eigene Position bedroht. Das eigene Ego denkt, es stirbt, wenn es jetzt irgendwas zulässt oder zugibt oder von seiner Position abweicht, weil es sich so sehr mit der Position identifiziert hat. Das Ego erkennt aber nicht, dass im Prinzip das nur eine Illusion ist, dass du nicht tot daliegst, wenn du plötzlich deine Position aufgibst, wenn du dem anderen mal recht gibst oder wenn du einfach die Gedanken des anderen ein bisschen zulässt und sie mit deinen Gedanken so ein bisschen verflechtest, sodass du einfach ein breiteres Weltbild auch hast. Und wie macht man das nun? Das erste ist Mitgefühl entwickeln. Das heißt zu sehen, das habe ich schon mal in einem anderen Video gesagt, dass kein Mensch anders sein kann, wie er ist. Wenn du dieselben Lebensumstände gehabt hättest wie die andere Person, mit allen Erfahrungen, allen Erlebnissen, dann wärst du genau so wie diese Person. Also sie kann nicht anders. Sie ist so, wie sie ist, weil sie diese vorhergehenden Ereignisse und Personen in ihrem Leben hatte, die sie so geprägt hat. Das heißt, jemand anderen dafür zu verurteilen, dass er so oder so ist, ist völliger Quatsch, weil er kann nicht anders. Er macht es nicht mit Absicht. Jeder Mensch strebt nach dieser Freiheit, nach diesem inneren Frieden. Wir werden aber so abgelenkt und jeder hat so eine andere Lebensgeschichte, dass es für viele Menschen nicht einfach ist, das einfach so auf Knopfdruck hochzuholen. Das heißt, indem man Mitgefühl für die Situation von anderen Menschen entwickelt, kann man diese Situation zulassen, weil man dann erkennt, dass man selbst in so einer Situation ist. Dann erkennt man, dass man selbst nicht unfehlbar ist. Dann erkennt man, dass die eigene Position auch nur eine subjektive Position ist, eine subjektive Realität, gefiltert durch die früheren Erfahrungen und so weiter. Man kann sich dessen bewusst sein, bewusst werden im Moment und dann kann man diese Erfahrungen viel ungefilterter wahrnehmen. Man kann sich also ein bisschen von seinem Verstand lösen und dann diese Erfahrungen, auch die Meinungen anderer, viel ungefilterter in sich hineinlassen und nicht erst durch den Kopf filtern und dann verflechtet man das automatisch miteinander. Wenn man aber noch nicht so weit ist, dass man im Hier und Jetzt bewusst leben kann und noch merkt, dass man ziemlich in seinem Verstand gefangen ist und sich auch ziemlich mit Verstandes- oder Meinungen, Positionen identifiziert und einfach merkt, dass man da nicht rauskommt, dass man sich schnell aufregt, wenn jemand anders etwas gegen diese Position sagt, ja, dann kann man trotzdem es erkennen und es auf der versuchen erstmal am Anfang auf der Verstandesebene zu verstehen, diese Person kommt auch aus einer ähnlichen Situation wie ich, sie hat auch nur eine subjektive Realität. Lass uns unsere Realitäten teilen und lass uns gegenseitig uns bereichern, also quasi eine Win-Win-Situation draus machen. Das ist sehr wichtig und dann ist quasi alles eine Bereicherung für dich und nicht mehr ein Ärgernis. Es dreht sich sozusagen um und du hast dein Leben bereichert und das Leben des anderen. Und wenn du deine Position nicht mehr so egohaft verteidigst, dann fängt auch der andere an, deine Position anzunehmen, weil er merkt, du kämpfst nicht mehr gegen seine Position, weil dein Ego, wenn es anfängt zu kämpfen gegen die andere Position, dann erweckt es das Ego im anderen und das will zurückkämpfen. Also die beiden Positionen verteidigen sich und wollen überleben sozusagen. Wenn du selbst aber das erkennst und vielleicht bewusst wirst oder beides auf einmal oder erst das erkennst und dann versuchst, bewusst damit zu werden während des Gespräches, dann merkt das der andere, dass du diese Position völlig frei vom Ego ihm mitteilst und er öffnet sich dessen auch. Das heißt, er kann dann deine Position auch viel mehr verstehen sozusagen. Das heißt, du kannst dich auch viel verständlicher mitteilen. Die anderen Leute können
sehen, ah, okay, das meint er damit. Aus der Position, der Situation kommt er. Okay, ich verstehe dich, ich akzeptiere deinen Lebensweg, ich akzeptiere, was deine Meinung, deine Position ist, aber, und dann können sich diese beiden Positionen vereinen und jeder gewinnt. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.